Du hast Streit schlichten, gell? Gut gemacht. Hey, meine Lieben. Ist das nicht schön? Sieht das nicht toll aus? Ich finde das so schön. Ich bin ja echt ein Mensch. Geld ist eigentlich mir jetzt nicht irgendwie großartig wichtig oder so. Ich glaube, wenn ihr mich jetzt schon eine Weile verfolgt, also meinen Kanal verfolgt, dann seht ihr auch, dass ich keinerlei Luxussachen habe. Also keine Luxuskleidungsstücke oder was weiß ich, Taschen oder Schuhe. Oh Gott, ich hasse Schuhe kaufen. Fangt erst gar nicht mit dem Thema Schuhe an. Oder wir fahren schon immer gebrauchte alte Autos. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie da rein zu investieren in irgendwas Besonderes. Gott sei Dank ist Patrick genauso. Irgendwie jetzt spezielle Felgen oder was auch immer es da alles gibt. Also kein Ding, wenn das jemanden echt total glücklich macht. Ich bin ja nur froh, dass mich solche Sachen nicht glücklich machen. Mich machen dann eher andere Sachen glücklich, wie irgendwie süßes Washi. Und das ist weitaus günstiger als ein neues Paar Felgen. Aber trotzdem, wie ich drauf komme, also diesen Anblick finde ich schon sehr, sehr geil. Also herzlich willkommen zum Cash Envelope Stuffing, mein Lieblingsvideo des ganzen Budgeting. Na, ich weiß nicht, vielleicht gleich lieb wie das neue Budget aufzusetzen. Heute füllen wir endlich unsere Umschläge und da habe ich alles schon vorsortiert und dann können wir auch gleich einsteigen. Also, wie ihr schon wisst, wenn ihr das Budget gesehen habt, habe ich mir für die variablen Ausgaben wieder was überlegt. Und zwar möchte ich bei Lebensmitteln 600 Euro ausgeben, beziehungsweise drunter wäre natürlich noch besser, ne? Aber 600 Euro scheint mir ein Ziel, was ich erreichen kann, weil ich ja in diesem Budgeting-Monat knapp über 600 Euro ausgegeben habe, mir allerdings 400 vorgenommen hatte, ne? Also 600 scheint so das Mögliche zu sein für mich. Und dadurch, dass Patrick wieder im Büro ist ab morgen ganz normal und demnach halt mittags seine Fertiggerichte kauft, denke ich, dürfte das drinnen sein. Ich hoffe es zumindest. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich diese 600 in vier Portionen sozusagen aufteilen möchte. Das sind dann die vier Montage, an denen ich einkaufen werde. Das heißt, wir machen jetzt mal drei Montage mit den 150. Also einmal 150, zweimal 150 und dreimal 150. Und das packe ich jetzt erstmal zur Seite, weil ich das nicht alles in einem Umschlag haben möchte, weil da ist mir dann die Gefahr zu groß, dass ich das dann früher ausgebe, wenn es so easy verfügbar ist. Ich muss mich da ja selber so ein bisschen einfach hemmen und mir ein bisschen Hürden setzen, damit ich da Hilfe habe, das durchzuhalten. Also das kommt mal zur Seite, das tun wir dann gleich in den Umschlag. Und in diesen Umschlag, das ist der von der ersten Woche, da kommen eben nur die 150 rein. Und die würde ich jetzt aber mal aufteilen in einen 100er, zwei 20er und einen 10er, weil davon ja wiederum Patrick einen Teil kriegt für seine Mittagspause. Da muss ich mal mit ihm quatschen, wie viel er da braucht, wie wir das am schlauesten machen. Also das ist schon mal das Geld für meinen Lebensmittelumschlag. So. Ich stehe immer noch total darauf übrigens, dass da dieser Schieber weg ist. Ich weiß nicht, ob es manche von euch genauso machen. Ein paar haben es mir geschrieben, dass sie es auch sehr angenehm finden. Also das ist echt was ich nicht bereue, getan zu haben, dass ich die hier noch runtergemacht habe. So, Lebensmittel schon mal fertig. Fürs Haushaltsbudget hatten wir eigentlich 110 Euro eingetragen, aber wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, hatte Patrick ja schon was bestellt, also beziehungsweise ich habe es für ihn bestellt. Ihm sind zwei Sachen kaputt gegangen, die sind ihm tatsächlich im Segelboot ins Bordklo reingefallen und da das ja mit Salzwasser gefüllt ist, waren die Sachen nicht reparabel, also die waren einfach hinüber. Zwei Arten von Rasierern waren das, die haben ordentlich auch gekostet und da bleiben jetzt nur 24 Euro übrig für den Haushalt, aber ich hoffe, dass das hinhaut. Da haben wir hier die 20, und jetzt wieder der Fingernageltrick, zack. Und schaut mal, ich finde diese Farben halt so schön zusammen mit dem Washi, so hübsch. Ich bin ein Freak, ich weiß. 22, 24. So, dann Freizeit haben wir 50 Euro. Das erste Mal seit langer Zeit, gefühlt zumindest. Ich muss mal gucken, ob es stimmt. Aber durch Corona ja sowieso.
seit langer Zeit mal wieder ein Freizeitbudget. Die ganzen Freibäder haben jetzt wieder offen. Gestern war ich mit den Kindern im Freibad, weil ich gesehen habe, dass ich noch auf einer 10er-Karte, die ich vor 2 Jahren gekauft habe, noch 3 Plätze frei hatte. Lustigerweise 2-mal Erwachsenenkarte und 1-mal Kinderkarte. Und die Dame an der Kasse hat recht blöd geschaut, als ich sie gebeten hatte, ob wir trotzdem rein können. Also und sie halt 2 Erwachsene abknipst, obwohl ich ja 2 Kinder habe und einen Erwachsenen. Aber ich wollte ja unbedingt kein Geld ausgeben wegen der No-Spend-Woche. Ja, auf jeden Fall hat sie uns eingewunken und hat dann gesagt, ja, wenn mir das recht wäre, ihr wäre das natürlich auch recht. Ich glaube, die dachte, ich bin irgendwie blöd. Aber zur No-Spend-Woche nochmal Info. Ja, ich habe es geschafft. Ne? Ich habe tatsächlich 8 Tage lang überhaupt nichts ausgegeben und bin da echt sehr stolz und freue mich, dass es geklappt hat. War auch wirklich relativ einfach, muss ich sagen. Uns ist auch so in Sachen Freizeitgestaltung immer was eingefallen. Ja, also war total schön und werde ich auf jeden Fall wiederholen, ganz klar. Also, das sind dann sozusagen die variablen Ausgaben. Nein, ich habe noch was vergessen. Für Kinderkram habe ich 20 Euro. Kinderkram ist was ich immer in diesen kleinen Münzgeldbeutel reinpacke, weil das unter anderem Taschengeld ist und halt eben so Kleinigkeiten, ne, so... Ach, keine Ahnung, wenn sie halt mal irgendwie was sehen, was sie ganz toll finden, zum Beispiel im Schreibwarenladen irgendwie einen Stift, den sie unglaublich schön finden und so. Ich möchte einfach so ein bisschen Geld beiseite haben für solche kleinen Wünsche und ja, und 12 Euro davon sind eh Taschengeld. Also, da die Kinder immer noch gut Kleingeld haben, kann ich das Ganze in einem 10er und 2 Fünfern mir hier reintun, weil die Kinder können mir dann wechseln, wenn es notwendig wäre. Und ich weiß nicht, wie weit ich mit dem Münzgeld komme, weil gerade in den Sinking Funds 1 habe ich ja doch viel, muss ich viel Münzgeld benutzen, um auf die richtigen Beträge zu kommen. So, damit wäre unser variables Geld, unsere variablen Kategorien schon mal abgedeckt. Jetzt geht es weiter zu denen da hinten. Ich hoffe, das seht ihr einigermaßen. Das sind die Sinking Funds 1. Da haben wir blöderweise den Kaminkehrer ganz vorne stehen. Das ärgert mich, das muss ich mal ändern. Da habe ich ein Budget von, also kein Budget, sondern ich habe eine Rate so von 8 Euro. Die kommen da rein. So, einmal 8 Euro. 5, 7 und 8. Kann man hier wieder ansparen, bis der das nächste Mal auftaucht. Ich habe euch ja gesagt, so eine richtige Sicherheit, wann der wie viel kostet und wann er genau kommt, gibt es scheinbar einfach nicht. Also wurde ich zumindest informiert darüber, aber ich dachte, 100 Euro pro Jahr ist eine ganz gute Hausnummer. Und wenn ich dann merke, dass ich damit nicht hinkomme und dass es mehr sein müsste, dann kann ich ja dementsprechend aufstocken. Also, Kaminkehre erledigt. Wo sind wir? Stadtwerke ist das allererste, genau. Bei den Stadtwerken kommt 128 Euro dazu. Also einmal 100, einmal 20 und dann mache ich einmal 10 und mops mir dafür die 2 Euro raus. Dann sind es 128. Und ja, ich werde die später noch in die richtige Reihenfolge reinpacken. Ich bin einfach ehrlich, das muss sein. Aber wenn ich das jetzt machen würde, das würde zu lange dauern. Ich bin nur ehrlich. Also Stadtwerke ist schon mal voll. Dann Rundfunk, also GEZ, da sind wir schon bei der Basisrate, was ganz toll ist. Da kommen 18 Euro rein. Auch hier mache ich es so, dass ich 2 Euro mir rausnehme und dafür 20 reinpacke. Das kann ich auch gleich richtig reinpacken. So. Das nächste hatten wir schon, Kaminkehrer. Jetzt kommt Disney Plus. Da haben wir das Jahresabo vor kurzem komplett gezahlt. Das heißt, hier sind wir auch schon auf dieser Basisrate angekommen. Das ist dann erst wieder nächstes Jahr im März fällig mit 70 Euro. Das heißt, da kommen jetzt 6 Euro rein. Einmal 5 und dann 2 50-Cent-Stücke. Na, komm her. So. Das wäre das. Dann haben wir Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung. Die waren auch
vor kurzem fällig, im Mai. Das ist ein recht großer Posten, weil die beide halt im gleichen Monat fällig werden. Dementsprechend habe ich das in einem Umschlag drin. 55 Euro kommen da rein. Einmal 50 und einmal 5. Wobei ich hier, glaube ich, mal die zwei Fünfer austausche in einen Zehner. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt brauche, aber es schadet auf jeden Fall mal nicht. So, dann Prime habe ich in diesem Monat gezahlt und es ist jetzt auch runtergefallen auf die Basisrate auf 6 Euro. Können wir gerade eben gucken, wie viel das vorher war. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh ja, das waren 25 Euro. 69 brauchten wir, also ich habe da halt relativ spät erst angefangen, beziehungsweise mit ganz kleinen Beträgen am Anfang nur. Und jetzt fällt das Ganze von 25 Euro auf 6 Euro. Das ist doch cool, oder? Diese Zettelchen mache ich übrigens später neu. Das dauert auch zu lange, wenn ich das mit euch mache. Also, einmal 5 Euro. Das ist der 6. Euro. Damit fängt hier ein neues Jahr an mit der Basisrate. Das ist toll. Jetzt haben wir drei Kategorien, die in dem Monat fällig werden. Da habe ich echt überlegt, ob ich jetzt überhaupt das Geld abheben soll, um die voll zu machen, oder ob ich praktisch das gar nicht erst abheben soll, weil es ja eh vom Konto eingezogen wird und dann dieses Geld hier auch praktisch nutzen kann gleich. Also dieses Geld dann weniger abheben für mein Cash-Stuffing. Und genauso verwirrend wie dieser Satz jetzt für euch alle war, war es letzten Endes für mich. Also ich hätte es schon hingekriegt, aber ich dachte mir, für euch muss das dann absolut verwirrend sein. Das heißt, ich werde jetzt diese Umschläge ganz normal befüllen, die dann allerdings, sobald sie beim Konto abgegangen sind, einfach einzahlen. Ne? Das ist ein zusätzlicher Weg, der keiner ist, weil ich ja schon öfters erzählt habe, dass der Bankeinzahlautomat an meiner Gassi-Strecke liegt und wir keinerlei Gebühren zahlen fürs Einzahlen. Also ist mir das echt total egal, ob ich da kurz für ein paar Sekunden mal eben in den Bankautomaten da in diese kleine Zelle reingehe. Ja, nur falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt mache, ich könnte es doch genauso gut auf dem Konto lassen. Und irgendwie freue ich mich auch, wenn die Umschläge dann komplett voll sind und ich diese angestrebte Summe erreicht habe. Also, so viel dazu. Müll hat noch einmal 21 Euro und dann ab nächsten Monat fällt das Ganze runter auf 9 Euro. Also eine richtig coole Ersparnis. 20, dann 50, 70, 90, 21. So, und dann schauen wir gleich mal. 103 Euro werden da fällig. Ich lasse jetzt mal die Münzen drinnen. Aber 20, 40, 60, 80, 100. Das passt schon mal. Und da drin sind die drei. Also 103 Euro zusammengespart. Und ich freue mich riesig. Das fällt runter auf die Basisrate. Und wir sparen uns 10 Euro. Nee, Blödsinn. 12 Euro. Nee, Blödsinn. Doch, 12 Euro. Oh Gott. Ich kann heute nicht mehr gut rechnen. Also 12 Euro, die wir im nächsten Monat mehr haben. Und um das hier müssen wir uns keinerlei Gedanken mehr machen. Das gleiche bei ADAC. Da sind 109 Euro insgesamt fällig. Da muss ich 23 Euro dazu packen. 20. Machen wir mal 24 und holen uns da diese 2,50 Cent raus. Also die kommen hier rein. Und dann schauen wir auch gleich mal, ob das wirklich 109 sind. Also nochmal. So. 50, 70, 90, 100, 105, 107, 109. Passt alles. Werden dann auch direkt eingezahlt. Und das fällt eben runter von 23 auf 9. Ich lasse es jetzt mal mit dem Rechnen sein. Doch, 14 Euro. Wir sparen 14 Euro. Ich bin wieder da. Dann die Grundsteuer ist
auch diesen Monat fällig und das ist ein happiger Betrag mit 162 Euro. Das wäre sowas, was mich früher echt gestresst hätte. Also ich hätte halt früher aufs Konto geguckt und dann wäre das Geld hier einfach mal weg gewesen und ich hätte mich halt geärgert. So, oh, Grundsteuer schon wieder Mist und ich dachte, wir hätten noch so viel übrig und so. Dabei ist es so einfach, ne? Man weiß ja um diese Daten. Man muss nur mal seine Akten anschauen. Die Abbuchungsdaten stehen da drauf, die Abbuchungssummen stehen da drauf. Es ist jetzt nicht schwierig eigentlich, dass dann umzurechnen und zu gucken, wie viel man zur Seite packen muss. Aber ja, ich habe ja selber auch nie dran gedacht. Und jetzt wisst ihr ja, ich bin der größte Sinking Funds Fan überhaupt. Das heißt, mit großer Freude packe ich jetzt hier noch ein letztes Mal 29 Euro rein. Beziehungsweise 30, wenn ich mir den da hier schnappe. Und dann ist es halt einfach da. Ne? Das ganze Geld ist da. Und ja, ich muss mich nicht mehr stressen. Deswegen 162 sollten es sein. Mal eben sortiert. So, also 120, 130, 140, 150, 160 und 162. Das fühlt sich echt richtig gut an. Also damit bin ich echt total zufrieden. Kommt dann auch zur Bank. Fällt dann von 29 runter auf 14. Wir sparen uns 15 Euro. Weiter geht's mit der Haftpflichtversicherung. Da kommen diesen Monat noch 23 Euro rein und nächsten Monat auch. Und dann fällt das Ganze runter auf diese 8 Euro Basisrate. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt, wie gesagt, noch 23 Euro in diesem Monat. 20. Machen wir das wieder so, dass ich 25 dazu packe und mir 2 Euro rausmopse. Also, das da hier rein. Und dann haben wir, oh, der ist so arm, der Kredit, das ist der Studienkredit, der im Oktober fällig wird, wo ich eigentlich monatlich 340 Euro zur Seite packen wollte. Allerdings hat das nicht wirklich hingehauen. Ach ja, weil da die Urlaube ja stattgefunden haben, die ich damals schon, als ich das geplant habe, schon so abgeschrieben hatte wegen Corona und dem ganzen Wirrwarr und Chaos. Aber das bleibt trotzdem dabei. Der wird im Oktober eingezogen und wir werden im September sowie als auch im Oktober den Kinderbonus komplett da reinpacken und dann einfach schauen, was noch übrig ist und das in das jeweilige Budget einplanen. Also das wird auf jeden Fall abgezogen, aber den Monat werde ich jetzt noch nichts extra dazu packen. Falls ich jetzt den Monat noch was verkaufen sollte oder irgendwie einnehmen sollte, wäre das wahrscheinlich meine oberste Priorität, den noch zusätzlich zu befüllen. Aber hier kommt noch was rein. Ich glaube, das ist unsere größte Fixausgabe, jährliche Fixausgabe, die Wohngebäudeversicherung. Da kommen 37 Euro rein. 10. 20, 30, 35, 37 und das Ganze fällt dann im Dezember auf, also im November ist es fällig und im Dezember fällt es auf 26 Euro. Was finde ich echt cool ist, ne? Für so eine große Summe. 26 Euro ist echt gut machbar. 316 Euro in einem Monat kann einen schon ganz schön reinreißen. So. Jetzt kommen hier direkt im Anschluss die ganzen schönen Sinking Funds. Ich habe mal wieder verändert, ihr kennt mich, ich habe alles wieder hier reingepackt. Das heißt, mein zur Seite gelegtes Geld für Lebensmittel kann ich jetzt direkt hier reinpacken. So. Und ich hoffe, ich taste das auch nicht an, sondern erst wirklich dann übernächsten Montag, wenn es halt wieder an den Wocheneinkauf geht. So. Jetzt müssen wir mal hier schauen zu meinen Sinking Funds. Da sind sie. Sieht man das überhaupt? Ich glaube, wir müssen ein bisschen hier das weniger schön machen, aber ja, mal gucken. So, vielleicht. Ja, sorry. Nicht mehr ganz so schön, aber es ist auf jeden Fall, es funktioniert weiterhin. Das ist die Hauptsache. Also, Tierbedarf hatten wir. Ein Minus von 33,57 Euro, was ich jetzt natürlich abziehen muss. Deswegen hole ich mir mal meinen Taschenrechner. Also, ich habe das ausgeglichen mit 200 Euro, die ich eingeplant habe für die Sinking Funds.
Abziehen muss ich die 33. Ich mache mal 34 Euro und gleich tue ich mal großzügig aufrunden. Das heißt, nur noch 166 Euro kommen in den Umschlag rein und damit ist das Minus ausgeglichen, weil es ja ins Budget eingerechnet ist. Also 100, 150, 160, 165, 166. Falls ihr euch jetzt wundert, weil ihr noch relativ neu seid, erstmal willkommen natürlich. Ich habe derzeit 7 Katzen, ja, ihr habt richtig gehört, 7 Katzen. Ich habe 4 Katzen, plus wir haben 3 Katzenbabys im Haus und einen Hund. Das heißt, da kann immer mal was sein und da sind 166 Euro. So ziemlich wenig, würde ich fast sagen, aber wir werden damit gut klarkommen. Aber ja, es soll ein Sinking Fund sein, es soll sich ansammeln und ich möchte mit dem Geld dann auch eventuelle Tierarztkosten bezahlen, also alles, was so anfällt rund um die Vierbeiner. Gut, weiter geht's mit Hobby und da freue ich mich, yay! Das ist eine Premiere. Ich habe ein offizielles Hobbybudget in Höhe von 10 Euro. Hobby ist das da hier, also Planning, Budgeting, Listen, Schreibwaren oder auch Thrifting, also Gebrauchtwaren, Shoppen. Irgendwie gibt es da kein vernünftiges deutsches Wort dafür. Ich denke, eventuell wird auch dort dieses Budget reinwandern. Ich hatte nämlich mega Lust, mal wieder auf so einen kleinen Ausflug, so meine zwei liebsten Gebrauchtwarenhäuser abklappern und ich überlege, euch dieses Mal mitzunehmen. Hättet ihr da Lust darauf? Also, dass ich einfach mit der Kamera so ein bisschen filme, was da so die Auswahl ist. Und wahrscheinlich würde ich das dann im Nachhinein vertonen, weil ich nicht jetzt so vloggermäßig in dem Gebrauchtwarenhaus dann irgendwie da kommentieren würde und moderieren würde. Aber ich könnte ja filmen und im Nachhinein dann für euch halt noch eine Audio drauf sprechen. Ja, lasst es mich doch einfach wissen, ob das was wäre für euch. Bis dahin wandern diese 10 Euro mal hier rein. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt haben wir Postkosten. Das ist deswegen so bescheuert ausgedrückt, weil ich hatte hier noch so Rückstände von einem Etikett, was ich nicht abgekriegt habe, was wirklich unglaublich schwer abgeht. Und deswegen konnte ich nicht nur Porto schreiben, weil das sonst nicht diese Flecken verdeckt hätte. Ich glaube, die sieht man auf der anderen Seite noch. Seht ihr das? Und deswegen musste es länger sein und mir ist irgendwie nichts Schlaueres eingefallen als Postkosten. Ja. Na, das sind halt meine Postkosten. So viel dazu. Da habe ich das Minus komplett ausgeglichen, weil ich da ja einen ganzen Haufen Porto online habe, also für Briefmarken, für Briefe, für Großbriefe und für Postkarten. Deswegen brauche ich da jetzt erstmal nichts drinnen. Apropos Postkarten, ich habe etliche Mails bekommen mit Leuten, die tatsächlich gerne Postkarte hätten von mir. Ich freue mich riesig. Also ich werde dann ganz fleißig schreiben und verschicken. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch auch darüber. Ich liebe sowas. So, deswegen kommt da nichts rein. Bei Auto, Tanken, Parken, da hatte ich das Geld rausgenommen, blöderweise. Das muss ich jetzt wieder reinpacken. Das sind 50 Euro und dann nochmal 19,40 Euro, also 70 Euro. Rund ums Haus packe ich diesen Monat, ups, sieht man das überhaupt, nichts rein. Gesundheit ist noch gut gefüllt, da kommt auch nichts rein. Friseur und Pflege kommt auch nichts rein. Kleidung kommt was rein. Allerdings hatte ich bei Kleidung eben auch schon ein Minus, was ich ausgleichen muss. Das heißt, das schreibe ich mal hier rein. Das waren also 110 habe ich einbudgetiert und abziehen muss ich dafür natürlich die 71. Hier würde ich jetzt wieder abrunden. Bleiben 39 übrig, die noch reinkommen. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt können wir das machen. 39 Euro, 10, 20, 30, 35. Habe ich hier 37, 38 und mir fehlt schon wieder 1 Euro. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn man das Ganze in bar macht. Ich bin mir sicher, dass auch einige, die sich das anschauen, sich denken, warum tut die sich das denn überhaupt an? Aber die Sache ist die, selbst dieses Wechseln und selbst dieses, oh nein, es klappt nicht, ich muss jetzt irgendwie was anders machen. Ja, selbst das macht mir Spaß. Also das Ganze ist für mich echt ein Spaß. So, nochmal schnell gewechselt. Und dann kann ich hier den Euro noch reinpacken, der noch gefehlt hat. Zack.
Und jetzt sind wir bei Familienurlaub. Da habe ich das Geld tatsächlich auf dem Konto gelassen, weil diese zweite Anzahlung ich einfach jetzt dann überweisen werde. Also das macht wirklich keinen Sinn, die noch da einzusortieren vorher. Und die letzte Kategorie, die wir noch haben, ist Feiern. Das sind für mich alle Feiertage, Geburtstage, feierliche Anlässe generell. Da hatten wir auch, wie man hier sieht, ein kräftiges Minus. Das war das, was ich mir zum Geburtstag gegönnt habe. Da war ich mit Patrick frühstücken und noch so ein paar Kleinigkeiten hatte er mir bestellt, wo ich mich sehr gefreut habe. Da habe ich 170 eingeplant. Da muss ich jetzt die 120 abziehen. Da würde ich jetzt auch wieder runter, also jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, nicht aufrunden, sondern abrunden. Genau. Bleiben genau 50 Euro übrig. Das hätte man eventuell auch im Kopf rechnen können. Das sind die hier. Und die kommen da rein. Jetzt wundert ihr euch genauso wie ich mich wundere, dass hier was übrig bleibt. Aber ich glaube, ich habe in dem ganzen Kuddelmuddel einfach irgendwie zu viel abgehoben. Dadurch, dass es keine Fünfer gab, habe ich dann auch halt mehrfach auf die Zehen gedrückt. Und ich glaube, ich habe einfach nicht genau geguckt, was ich gemacht habe. Ich werde das Ganze aber nochmal im Nachhinein überprüfen, weil das will der Nerd in mir so. Ansonsten denke ich aber, dass ich hier alles richtig gemacht habe. Und damit sind unsere Sinking Funds, unsere variablen Ausgaben sowie die Fixkosten und alles ist fertig und eine pralle Mappe wandert hier in meinen Schreibtisch. Zack. Und ich freue mich super, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen tollen Start in die Woche morgen. Und wir sehen uns auch gleich morgen wieder, weil morgen habe ich noch mal was mit euch vor. Ich möchte nämlich so ein Update machen. Erstmal ein Schuldenupdate, weil ja der Monat endet. Dann möchte ich über die No-Spend-Woche noch ein bisschen quatschen mit euch und ich möchte euch auch ein Update machen über meinen Plan, meinen Essensplan, den ich gemacht hatte, wie das denn so gelaufen ist und was wir da, ob wir das alles gegessen haben, ob sich da noch was verändert hat und so weiter und so fort. Also freue ich mich sehr, wenn ihr morgen wieder dabei seid und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao!